Sehr liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Outlast 2. Wir haben uns jetzt mal stehen geblieben und wussten, wie es weitergeht. Ich hab nachgeschaut, jetzt weiß ich's. Ich wurde gerade überrascht von ihr. Mieser Schocker. Echt mieser Schocker. Falsch rum. Habe ich jetzt einen Haken oder nicht? Das ist nämlich die andere Frage. Ich weiß nämlich auch nicht, wo die ist. Ja, ich habe ihn. Sehr gut. Dann weiß ich, wo es lang geht. Wir haben nämlich das letzte Mal hier stehen geblieben und wussten nicht, was wir mit dem Haken machen müssen. Jetzt weiß ich's wieder. Und zwar... Los, vorwärts. Man kommt nämlich hier durch. Hohoho. Wer hätte es gedacht? Jetzt kann man hier das Tor hochhängen. Das heißt, wir hatten mal wieder... Ja, genau. Bring mich um. Komm, bring mich um. Hab's mal wieder verpackt. Richtig geil. Habe ich schon zu lange gebraucht. Oh, das mich... Das fängt schon wieder gut an. Also, ohne Witz. Ah, ach so, oh. Muss ich was machen? Nein. Ha. Das erste Mal, dass wir einen draufgegeben haben. Aber stört die anscheinend nicht. Okay. Fuck. Ah, wir sind da. Sehr gut. Jetzt geht's wieder blind weiter, weil ich weiß nämlich nicht, wie es weitergeht. That is the mine. Where the heretics are. That's where they've got Lynn. Kann ich das filmen? Schade. Da sind nämlich der Wall und seine Ketzer da. Und... Seit Witz, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir hier reinkommen. Wahrscheinlich da oben. Total geil. Ja. Aber vielleicht gibt... Da lag, glaube ich, aber nichts, gell? Batterie oder so. Zettel! Hört, hört, ich verlese. Oh, kann man wieder schlecht erlesen. Aber okay, wieder geht's für die Martha vom Knott. Meine meistgeliebte, vertrauteste, meine intime Gefährtin. Seit deiner Kindheit, ich weiß, dass dein Glaube unvollkommen ist. Ich weiß, dass Zweifel an deinem Herzen nagt und Tränen deine Wangen waschen. Dass die heult, glaube ich, jetzt weniger. Du glaubst dich, des Mordes sündig gemacht zu haben, doch erhöre mich. Du wurdest nur sündig, würdest du nichts tun. Wenn du einen wilden Hund nicht in Ketten legst, bist du nicht der Schuld, wenn er ein Kind angreift. Außer der wilde Hund gehört dir. Nun gut, wenn du die Spinne in der Krippe nicht tötest, bist du nicht schuld an ihrem giftigen Biss. Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist du schuld an jedem Unschuldigen, der brennt. Ja, also wenn du, also ich sehe das so, wenn man die Möglichkeit dazu hat und es nicht tut, dann ja. In jedem Fall macht Trägheit dich zum Mörder. Ja, also ja. Und so gilt jedes Leben, das du nicht nimmst. Dass der Feind sein könnte, wäre durch Trägheit ermordet. Denn der Feind ist wild und giftig und ein hungriger Inferno. Ein hungriges Inferno. Halte durch. Stoße das Wasser. Schuss das Messer. Du brauchst keine Vergebung, denn du hast nicht gesündigt. Wisse, dass Temple Gate nicht dich braucht. Wisse, dass ich dich liebe. Das kommt dir. Sehr, sehr. Naja. Wenn ich jemanden töte, tötet er. Na toll, ja genau. Einfach nur bescheuert. Hä? Aha. Hä? Wait, wait. This is before I found her hanging. Mhm. Wollt es irgendjemand, dass der das umbringt? Das hat das jemand anders gemacht? Wake up! I'm still here. Ja, aber klar. Entweder hat es irgendjemand gemalt und wollte, dass es sich hängt, oder sie hat sich selber gemalt. Man weiß es nicht.
Lustigerweise finden wir auch hier immer Batterien, was eigentlich nicht sein kann. Weil wir eigentlich träumen. Aha, vielleicht ist hier eine Batterie, das wäre ja richtig praktisch. Auf jeden Fall etwas dubios, das Ganze. Ich frage mich gerade, wie viele Batterien haben wir eigentlich noch? How the fuck do I get out of here? Wir haben 5 Stück. Anscheinend hat sich das nicht ganz so extrem gespeichert, dass wir letztes Mal 2, 3 Batterien verkackt haben. Weil wir nicht weitergekommen sind. Leck mich am Arsch, ey. Der hat gezogen. Seth? Hangman game. Like Lynn and Jess used to play. The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the hangman somewhere. For Lynn to find. Jo. Wahrscheinlich in der anderen Seite. Da war. Ach. Blockiert, achso, ja. Natürlich, natürlich. Was? Hey. Okay. Bisher hat zwar noch kein einziger Schocker wirklich in Outlast gesessen. Bei mir, finde ich jetzt. Aber das war jetzt schon nicht ohne. Fahne bewegt sich. Aha. Moment, da war ich ja vorher. Läuft da schon wieder einer rum. Aber diesmal hat er mich nicht gekriegt. Diesmal nicht. Aha. Gut. Gibt's hier noch was? Aber schaut, dass wir hier keine Batterien gefunden haben. Ah. Kommt der Schocker, oder? Now the letters. They're not lined up. Die Buchstaben sind versetzt, sagt er. O, V, L, E. Also Love steht da, aber da stimmt doch was nicht. Hä? Was steht denn da? Unfriege ab. Unforgivable. Aha. Ja? Hä? Ich muss doch... Ach so. Jetzt läuft die schon... Ja, aber ich kann das ja nicht rausschieben. Na, ja, ich muss näher dran. Eek, eek. Unforgivable. Jo. Yeah. Sounds about right. Auf jeden Fall, ich möchte eine Batterie finden. War blockiert. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, dann dürfte ich wieder normal im Haus drin sein. Ich gehe mal hier lang. So. Da komme ich nicht weiter. Das sind immer diese sphärischen Störungen, die gab es schon bei Outlast 1 mehr, wenn der Wall Rider kam. Hilfe! Hier waren wir ja auch schon drin, glaube ich. Aber hier war nichts. Ne? Ja, hier war nichts. Nee, Blödsinn. Licht brauche ich ja. Wieder. Aha, vielleicht ist hier eine Batterie. Nee, da war ich vorher drin. Oder muss ich vielleicht mit dem Ding interagieren? Ja, Entschuldigung.
Hä? Da. Ah, unten ist eine Gleichung. Mathematisch, aber schon etwas länger her. Ja, und jetzt? How the fuck do I get out of here? Unverzeihlich. Blockiert. Es ist unverzeihlich, dass mir hier immer die Türen blockiert werden. Das ist die Frechheit. Moment mal. Werden wir mal schauen bei den Spinnen. Oh, echt jetzt? Ich wollte da nicht rein. Ich kann mich hier nur verstecken. Also bringt's mir nichts. Ist aber krass, wie der am Anfang erstmal langsam läuft und dann richtig schnell. Jo. Jo, jetzt wird's wieder schwierig. Da hat irgendwas aufgeleuchtet, aber ich konnte... Na, ich glaube, das war nichts. Da leuchtet es noch zu komisch. Auf jeden Fall blutbefleckte Hände. Das ist sehr normal im Klassenzimmer. In der Tat. Ja. Zumindest habe ich jetzt das gelöst, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und hier ist blockiert. Batterie. Gott, Sakrament nur amoi. So, jetzt. Vielleicht habe ich noch die Batterie finden müssen. Ist aber, wäre aber durchaus dubios, das Ganze. Niu. Kann ich hier durch? Nein. Und hier durch? Aha. Wenn speichert, ist es aber nicht gut. Kann man hier sterben, oder was? Ich laufe garantiert in mein Verdammtes rein, wenn ich jetzt einfach nur sprinte. Ich muss hier raus. Das heißt ja... Dir gebe ich. Hey, jetzt reicht's aber. Ich muss weg. Ja, jetzt komm, jetzt lass die Tür zu. Das ist nicht lustig. So, jetzt kann ich aber bestimmt raus, oder? Irgendwie haben wir jetzt gerade Schlagseite. Oh, er leckt mich am Arsch. Okay, der hat gezogen. Der hat gezogen. Aha. Ein Computer noch mit Diskette, er ist so richtig alt. Schau ihn an. Hey. Ja, aber da komme ich doch nicht rein. Aha. Wer hätte es gedacht? Ein bisschen zurück noch. Hä? Da lang. Kann ich mir ja wohl sparen, über die Kante zu gucken. Achso, wir sind schon wieder in dem Ding drin. Und jetzt brechen wir wahrscheinlich irgendwo wieder durch. Achso. Ah, die Tentakel wieder. Ich muss weg. Geil. Wieso kommen wir denn hier schon wieder was filmen? Mines, and this leads to the mines where the others took Lynn.
Wenn ich mir überlege, wie lange wir gebraucht haben, um zu den Minen zu kommen. Und die innerhalb von ein paar Sekunden da waren, das kann doch nicht sein. Die Minen von Mysia. Moria. Sprich, Freund, und tritt ein. Der meint aber sauber hier. Irgendeiner. Ist da einer runtergefallen? Hihi. Oh, Christ. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Und jetzt muss garantiert die Batterie leer gehen, ist klar. Achso, der steht automatisch auf. Ich muss echt sagen, könnte theoretisch eigentlich besser Heuschreckenplage. Man könnte eigentlich besser auf allen Vieren balancieren. I don't know how many of them got in my mouth. My skin won't stop itching. They were trying to lift me up. Mhm. So, wir machen das ohne Camcorder, da hat man mehr Gefühl. Hä? War das jetzt ich? Oder sollte es so sein? Ich glaube, das sollte nicht so sein. Oh, Christ. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Aha, man muss also genau gerade gehen. Ach ja. Wie schön, dass das ja so schnell geht immer. Oh Christ. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Sprinten kann man hier leider nicht. Okay, wir haben das anscheinend schon aufgenommen. What in? Aufgenommen habe ich schon. So, immer schön nach unten schauen. In der Hoffnung, dass wir uns... Shit! Festhalten! Ach so! Ja gut, bisschen unlogisch. Wenn man da jetzt vorher runtergefallen ist, ist man gestorben. Und jetzt nicht. Weil war eigentlich fast das Gleiche. Ach, der Lehrer, davon haben wir schon mal gehört. Ach, wir liegen auf dem Kopf. Oder wir hängen im Baum drin. Ne, der erinnert mich doch an Chris Walker. Von Outlast 1 meine ich. Momentous times are upon us. Ja, dann hoch und hopp. Oder werden jetzt erstmal wieder ohnmächtig. Da oben ist ein blaues Licht. Okay, wir hängen irgendwie mit den Bäumen in den Gebüsch. Ach, da ist der Campcorder, oder? Ja. Unsere Brille haben wir ja noch. Schönchen. Guess I'm taking the long way. Jo, der ist tot. Moment, da komme ich her, also bleibt mir nur ein Weg. Was kann ich da machen? Echt jetzt? Sogar so einen hohen Baumstoff kann ich hier verstecken. Wahnsinn.
So, immer wieder aufpassen, weil es kann, ich habe so das Gefühl, dass der auf mich zukommen wird. Ein Zettel. Ich weiß aber, diese Geräusche wurden jetzt nicht aufgenommen von der Kamera, weil es wurde lauter. Dieser... Was? Ficklord hielt sein... Ficklord? Keine Ahnung. Hielt seinen Segen für Krankheit und versuchte abzuhauen und ich zerbrach ihn. Macht nicht seinen Fehler oder begeht seine Sünden. Gott und sein Prophet lieben mich. Komm, wo muss ich lang? Nee, das wäre Blödsinn. Hä, ich bin doch am Ende der Fahnenstange angekommen. Wo muss ich da balancieren? Ja, ich muss balancieren. Ich möchte mal nicht wissen, wie viele Batterien ich noch habe. Drei Stück. Geil. Wir haben definitiv was verloren. Speichert ist jetzt nicht gut, weil anscheinend doch irgendeine Verfolgung oder so. Spacken. Mag mir gar nicht gefallen. Oh! Na, 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 mein Freund. Man rauscht hier doch nicht einfach so an Leuten vorbei. Und nö, wo muss ich nun lang? Nee. Der Weg ist versperrt. Ach, durch den Baum durch, oder? Also kennt man gar nichts. Ich frage mich ja, wie man das spielen will, ohne einmal die Batterie zu wechseln. Gibt es nämlich auch eine Errungenschaft. Auf verrückt Schwierigkeitsgrad, ohne eine Batterie zu verschwenden. Da geht's runter, aber ich glaube, da muss ich nicht lang, oder? Oh, fuck. Sickness hier. Some other way around. Dass eigentlich immer irgendwas im Weg liegt, das erinnert mich ein bisschen an Alien Isolation. Bloß wahrscheinlich ist Alien Isolation noch um einiges länger. Was wir auch machen. God bless. These people were rotting even before they were murdered. Moment, da ist was Neues. Moment, aber ich wollte es mal schauen. Kommt man? Ah, jetzt haben wir schon beim zweiten. Und was habe ich da Neues? Da. Aber ich habe doch einiges vergessen. Sollen wir da runtergehen? Jo, machen wir. Hoffentlich finden wir noch mal bald ein paar Batterien. Schaut nämlich schlecht aus. Ey, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Lustigerweise ist aber auch wieder lustig, dass wir... Ja, lustigerweise ist lustig. Dass wir immer wieder mal Batterien finden, die genau da reinpassen. Ist ja eh schon komisch. Willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung. Du hast Angst und bist krank. Und das zu Recht. Und du bist voll Scham. Und das zu Recht. Du wärst nicht hier, hättest du nicht gesündigt. Doch ich kann dich wieder wundervoll und reinmachen. Als diese Krankheit zuerst im Temple Gate ausbrach, erkannte Papa Knut in seiner Weisheit und Güte sie als geistliches Leiden. Glaube nicht den Korrupten und Ängstlichen, wenn sie dir sagen, du leidest an Syphilis oder Gonorrhoe oder anderen Außenweltlügen. Dies ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit findet sich nur im Reinigen deiner Seele. Bleib treu, bleib gehorsam dem Herrn und Papa Gott und besonders dein Diakon Lyatt. Gott und sein Prophet lieben dich. Naja. So, tatsächlich ist da hinten ein Lagerfeuer und es speichert. Sehr geil.
Weil da können wir hier einen Cut machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von Outlast 2. Bis zum nächsten Mal. Adios.